Herzlich willkommen zu meiner neuen Serie, das blaue Mikrofon, Annelies fragt zu Europa. Ich interviewe heute zum ersten Mal Bernd Lange zum Thema TTIP und CETA. Bernd Lange ist Kollege von mir im Europäischen Parlament und als Sozialdemokrat Vorsitzender des Interausschusses. Bernd, Barack Obama war gerade in Hannover. Ihr habt dort die Messe eröffnet. Und die Frage ist bezüglich des Abkommens TTIP mit den USA. Was hat er im Reisegepäck gehabt? Wie ist der aktuelle Stand? Ja, lieber Arne, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir ein bisschen drüber reden. In der Tat, Barack Obama und auch sein Handelsbeauftragter Mike Furman, die waren in Hannover. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass die jetzt seit 3 Jahren laufenden Verhandlungen, die im Grunde festgefahren sind, dass die durch einen Aufschlag von den beiden wieder ins Laufen kommen. Aber man muss sagen, die hatten fromme Worte im Gepäck, aber keine inhaltlichen Verbesserungen. Und wie Goethe schon sagte, der frommen Worte sind genug gewechselt, ich will Taten sehen. Und diese zweite Bedingung ist leider nicht erfüllt, sodass die Blockade nach wie vor da ist. Die Amerikaner bewegen sich 0,0. Die große Frage zu TTIP ist, passiert noch etwas unter der Präsidentschaft Barack Obamas? Wie schätzt du die Situation ein? Wir haben eine klare europäische Position und wir haben zu allen Kapiteln Vorschläge gemacht. Die Amerikaner sind bei weitem nicht auf dem Weg, den wir gemacht haben. Und insofern kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass wir unter Obama noch einen Abschluss bekommen, weil die Fragen sind wirklich seriös und detailreich. Und da gilt wie im Straßenverkehr Sicherheit vor Schnelligkeit. Herzlichen Dank. Die andere Frage ist das andere Abkommen, das wir mit Kanada jetzt verhandelt haben. Das Abkommen heißt CETA. Wie ist dort der Stand der Dinge? Wie weit ist das Abkommen vorangeschritten und was sind die nächsten Schritte? Das Abkommen mit Kanada liegt in einem Rohtext jetzt vor. Der wird übersetzt und dann im Herbst, denke ich mal, unterschrieben. Wir haben ja deutliche Veränderungen auch in den letzten Monaten erzielt und dann werden wir die 1600 Seiten auf Herz und Nieren prüfen und gucken, ob es unseren Vorstellungen, wie wir ja am 8. Juli letzten Jahres im Parlament beschlossen haben, klare Kriterien, was wir wollen und eben was wir nicht wollen, entspricht. Und das wird die Aufgabe des zweiten Halbjahres sein und dann werden wir Anfang nächsten Jahres darüber abstimmen. Die europäischen Regierungen haben die Kommission aufgefordert, hier Verhandlungen zu führen für Europa. Welche Rolle kommt dem Europäischen Parlament bei TTIP und bei CETA zu? Und was sind die nächsten Schritte, die wir im Europäischen Parlament gemacht haben? Und was hat es mit der Resolution zu TTIP im letzten Jahr auf sich? Na, wir haben ja seit 2009 eine Zuständigkeit für Handelsfragen bei der Europäischen Union und damit ist das Parlament auch Gestalter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Meinung sagen, weil am Ende des Tages stimmen wir darüber ab. In der letzten Legislaturperiode haben wir 2 Handelsabkommen abgelehnt. Eins mit Marokko und eins, das hieß ACTA, soll es um Schutz geistigen Eigentums im Internet gehen, weil die schlecht waren. Und das war das Signal an die Europäische Kommission, bitte guckt, was wir wollen. Und das haben sie inzwischen, glaube ich, auch gelernt. Wir haben im Juli eine Resolution zu TTIP verabschiedet, mit klaren Linien zum Beispiel, was die Arbeitnehmerrechte anbetrifft und haben dort auch durchgesetzt, dass es jetzt einen tollen Vorschlag für Arbeitnehmerrechte für Handelsabkommen gibt. Also wir geben Anstoß, wir kontrollieren und am Ende des Tages entscheiden wir. Insofern hat das Parlament hier eine entscheidende Rolle. Und wie ist die Rolle des Parlaments zu CETA? Was wird hier das Parlament in den nächsten Wochen und Monaten dazu tun? Ja, wie gesagt, wir werden das auf Herz und Nieren überprüfen. Vielleicht das eine oder andere an Nachbesserung oder Feintuning einfordern, sodass, wenn wir darüber abstimmen und wenn das Parlament wirklich ein Ja sagen wird, dass es dann wirklich ein gutes Abkommen ist. Viele Menschen interessiert, welche Rolle die nationalen Parlamente spielen, welche Rolle das Europäische Parlament hier spielt in dieser Frage. Das Stichwort heißt hier gemischtes Abkommen. Was hat es damit auf sich? In Handelsabkommen gibt es Teile, die wirklich die EU-Zuständigkeit betreffen, also Zölle zum Beispiel, da gibt es ja auch keine Zölle zwischen den Mitgliedsländern. Und dann gibt es Bereiche, wo auch nationalstaatliche Kompetenz zum Beispiel bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen betroffen ist. Und deswegen gibt es gemischte Abkommen, das heißt, zunächst stimmt das Europäische Parlament ab, aber bevor es endgültig in Kraft treten kann,
müssen auch die 28 Mitgliedstaaten und deren Parlamente zustimmen. Ganz herzlichen Dank, Bernd, für die Beantwortung der Fragen zu Europa und gute Verhandlungen jetzt mit der Kommission und herzlichen Dank für deine Arbeit hier im Europäischen Parlament, die du als Ausschussvorsitzender für das Europäische Parlament mitführst. Schönen Dank für die Fragen und dir auch alles Gute. Dankeschön. Alles Gute und schauen Sie weiterhin rein bei dem blauen Mikrofon. Annelies fragt zu Europa.